Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Bar. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das Konzept 2 Fahrradergometer mit Luftwiderstand. Bevor wir reinstarten in das Video, ich bin Fritz von Berlin Bar. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Equipment, Training und wie du das meiste rausholst aus deinem Training-Setup und dein Training in deinem Setup. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, mehr Videos hier hochladen zu können, damit du was davon hast, tu mir den Gefallen, like die Videos, abonniere den Kanal und kommentiere immer was unten, denn der Algorithmus, der mag das, wenn wir da unten in den Kommentaren auch nochmal das ein oder andere Gespräch finden. Wir stehen hier vor dem Concept 2 Bike Erg, das letzte Cardio-Gerät, das Concept 2 rausgebracht hat, nach dem Rower und dem Ski-Ergometer. Das Ski-Ergometer habe ich hier schon reviewed. Ein Concept 2 Rower steht dort in der Ecke. Wir haben gerade einen zweiten Concept 2 Rower auch da. Den bauen wir gerade komplett auseinander, weil der völlig im Eimer ist und versuchen, den komplett neu aufzubauen. Weil wir gerade im Concept 2 Fieber sind, dachte ich, wir reviewen jetzt auch mal das Concept 2 Bike. Und jetzt fangen wir mal an mit Bildqualität und was auf euch zukommt. Insgesamt, jeder, der jetzt ein Concept 2 Bike Video sich anguckt, weiß, es ist ein Fahrrad. So, wir haben insgesamt oben die Griffmontur mit einem verstellbaren Griff, den man hier vor und zurückschieben kann. Hier haben wir so einen Rennrad-ähnlichen Griff mit verschiedenen Griffen, also hier unten, hier diesen Bogen und dann diese Hörner nach vorne. Hier können wir diese Apparatur vor und zurückschieben. Hier haben wir den Bildschirm, der übers Kabel verbunden ist unten mit dem Schwungrad. Und dann haben wir hier ja, diesen Turm. Wenn man hier das Ganze locker dreht, kann man das auch sehr einfach hoch und runter verstellen. Wenn man jetzt ein bisschen WD-40 oder was auch immer da noch reinknallen würde, wäre es noch viel leichtgängiger. Den Teil verstelle ich aber für mich jetzt genau gar nicht. Dann das Herzstück des Concept 2 Bikes ist hier vorne das Concept 2 typische Luftwiderstandsrad, das wir auch aus den anderen Concept 2 Geräten kennen. In dem Wartungsvideo für das Concept 2 Bike hier werden wir auch nochmal zeigen, was wartungsrelevant und wartungsintensiv sein kann. Dafür machen wir das Ding dann auch nochmal auf und zeigen ganz genau, wie hält man das Ding in Schuss. Das heißt, hier hat man das Luftwiderstandsrad und Lupo, komm mal kurz rüber, denn hier kann man den Widerstand dann auch einstellen. Ne? Wenn man jetzt auf 10 hat, ist das Luftfenster quasi komplett offen. Mehr Luft kommt rein und wenn mehr Luft reinkommt, hat man dann mehr Widerstand. Und man muss natürlich sagen, zum Thema Staub, das hier ist jetzt relativ eingestaubt, einfach weil da, wo Luft hinkommt, ne, da fliegen natürlich auch Luftpartikel mit. Ansonsten haben wir hier die Mittelbrücke. Hier ist so ein Anti-Rutschgummi mit drauf, dass wenn man besser auf- und absteigen kann, dass man hier nicht irgendwie abrutscht oder so. Das passiert tatsächlich öfter. Das heißt, wenn man hier aufsteigen will, kann man sich da vernünftig raufstellen oder so rum. Wie auch immer, das macht sich jedenfalls ganz gut. Und dann haben wir hier die Pedale. Das Ganze wird geliefert mit einem Pedal schon befestigt. Das andere muss man selber befestigen. Da wird alles mitgeliefert, Schlüssel etc. Für die Wartung aber interessant. Und dann haben wir hier hinten den Sitz, den man auch Höhen verstellen kann. Und wenn man möchte, kann man hier auch wie bei einem richtigen Fahrrad die Sitzposition verändern. Wenn man hier, ist glaube ich eine 13er Mutter, wenn man die löst, kann man den Sitz theoretisch noch nach hinten und nach vorne ziehen, aber da kommen wir so ein bisschen dann beim Fahrgefühl zu. Ansonsten muss man sagen, von der Verarbeitungsqualität hat sich Concept 2 hier nicht lumpen lassen, aber so ein paar Sachen, auf die man achten muss, besprechen wir gleich. In der Anwendung hat man mit diesem Bike Erg ein Fahrrad, das man in jeder Richtung einsetzen kann. Ne, man hat jetzt kein Assault Bike oder Eco Bike, wo die Arme mitmischen, aber man hat ein Fahrrad, mit dem man sehr gut lang einfach bei einem niedrigen Widerstand so dahin fahren kann, relativ entspannt. Hier oben habe ich zum Beispiel auch eine Handyhalterung auf dem Bildschirm drauf und man kann jetzt hier was gucken, ne? Man kann sich eine Serie reinziehen beim Cardio. Wir haben auch einen Tisch, den wir schon reviewed haben, der oben drauf steht, dass man beispielsweise auch den PC raufstellen kann und nebenbei ein bisschen, ich sag jetzt mal, aktives Office machen kann. Aber man kann mit dem Fahrrad auch ernsthaft trainieren. Wenn man den Widerstand dementsprechend anpasst, hat man hier auch richtig Intensität drin. Ne? Dann muss man aber sagen, wird das Fahrrad definitiv auch laut. So wie alle Luftwiderstandsräder kriegt man dann hier auch eine ziemliche Lautstärke
in das Ding rein. Und wenn man das Ding in der Wohnung benutzt und damit ernsthaft trainiert, muss man sich fragen, was halten denn die Nachbarn davon, obwohl mir das egal wäre. Insgesamt muss man sagen, dass Concept 2 damit echt ein sehr, sehr, sehr vernünftiges Cardio-Gerät hingestellt hat. Man muss sagen, wenn es darum geht, entspannt mal dahin zu fahren für eine Stunde Basic Cardio zu machen, ist das Concept 2 Bike definitiv mein liebstes Bike von denen, die wir haben. Also Echo, Concept 2 oder sogar das Assault Bike. Wenn es ein bisschen anstrengender sein soll, gerne das Assault Bike. Lange Zeit auf dem Echo Bike. Nein, danke. Man hat an dem Concept 2 Bike ganz typisch den Concept 2 PM5 Monitor. Mit dem hat man einige Möglichkeiten. Ich muss sagen, der, den ich hier habe, der ist defekt. Ich habe es noch nicht geschafft, den einzuschicken. Das heißt, der hat hier so ein paar Fehlerchen. Wenn man aber einen Fehler an seinem Monitor hat und man schickt den ein, hat Concept 2 einen sehr, sehr guten Service. Die sind auch sehr schnell. Und man hat jetzt hier die Möglichkeit, mit diesem Bildschirm verschiedene Intervalle einzustellen. Man hat die Möglichkeit, den Bildschirm mit dem Handy zu verbinden oder auch mit einem Heartrate-Monitor. In meinem Fall mit dem Whoop könnte ich jetzt quasi hier meine Herzrate anzeigen lassen. Würde ich jetzt sagen, okay, jetzt ist das Scanning für Bluetooth. Jetzt müsste ich hier, glaube ich, die App aufmachen und dann könnte ich das verbinden. In meinen Cardio-Trainingszeiten habe ich das sogar auch gemacht. Das funktioniert sehr gut. Und ansonsten muss man sagen, dass Concept 2 den großen Vorteil hat, dass deren Monitore die besten und vielfältigsten Funktionen haben und vor allem auch hintergrundbeleuchtet sind. Das heißt, man kann alle möglichen Trainingsintervalle einstellen. Man hat vorgefertigte Trainings da und sie haben einen sehr, sehr guten Service. Und man muss bei Concept 2 sagen, dadurch, dass sie in Europa schon so lange vertreten sind, hat man den großen Vorteil mit Concept 2, dass Ersatzteilverfügbarkeit sehr gut ist. Das heißt, wenn etwas kaputt geht und man dem Support schreibt, bekommt man sehr gut Ersatzteile auch zugeschickt, was ein großer Vorteil ist gegenüber anderen Herstellern, die keinen richtigen Vertrieb in Deutschland oder keine Ersatzteile haben. Dementsprechend großer Vorteil immer von Concept 2, dass sie vernünftige Ersatzteilsituationen haben und einen guten Service und eine gute Wartung. Insgesamt sehr solides Fahrrad, sehr gutes Produkt und bei der Verarbeitungsqualität, die Concept 2 sich inzwischen ja auch ein bisschen was kosten lässt, kann man dieses Fahrrad sorgenfrei in jedes mögliche Setup stellen. Zu Hause, in die Physiotherapiepraxis, ins PT-Gym, in die CrossFit-Box oder auch ins Fitnessstudio, obwohl man weiß, dass wenn Leute Geräte kacke behandeln, wie in den meisten Fitnessstudios, dann leiden die. Ansonsten habe ich noch kein Concept 2 Bike erlebt in einem Studio, in dem sich um Equipment gekümmert wird, das irgendwie nicht mehr ordentlich funktioniert hat. Das weiß ich allerdings von den Concept 2 Rowern, die lange in McFits gestanden haben. Die sind am Ende alle irgendwie dahin gehunzt. Aber damit, mit den Concept 2 Bikes, die ich so kenne, hat man keine Probleme, wenn man sich um die Geräte kümmert und zumindest das Minimum an Wartung immer wieder macht, um das Ding in Stand zu halten. Das war mein Tag zum Concept 2 Bike Erg. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie du das Concept 2 Bike findest, ob du ein Concept 2 Bike hast und ob es bei dir irgendwelche Fehler gibt, die regelmäßig auftreten, die wir vielleicht in unserem Wartungsvideo oder auf unserem Blog, wo wir regelmäßig auch Wartungsupdates geben, um zu schauen, was sind neue Dinge, die vielleicht aufkommen, wissen sollten. Ansonsten schreib mir in die Kommentare, wie du das Video findest, wie du den Kanal findest und ob du irgendein Equipment im Sinn hast, was wir uns unter die Lupe nehmen sollten. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal.